Passiert auch nichts. Gut, dann haben wir jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bei dem Nummer 2 mit der Nummer 1 an ist. Das heißt, wir machen den hier zu einer 0. Jetzt haben wir eine 0, eine 1-0. Entschuldigung. Jetzt haben wir also eine 1-0. Vorne. Hallo, Lerva, rauskommen. Und hier haben wir eine... Also, wir haben eine 1-0-1. Null. Also, wir haben eine 1-0-1-0. Und 1-0-1-0 ist eine Kombi, die nicht funktioniert. Jetzt können wir den hier nochmal anmachen. Dann haben wir nämlich die 1-0-1-1-Kombi. So, das ist jetzt die 1-0-1-1-Kombi. Die ist auch falsch. So, wir haben zwei Kombis left. Zwei Kombis left. Das heißt, den hier müssen wir auf 0 stellen. Jetzt haben wir 1-0-0. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. 1-0-0-1 ist es auch nicht. Und jetzt machen wir noch die 1-0-0-0. Und dann haben wir schon mal 8 Möglichkeiten durchprobiert. 1-0-0 ist es auch nicht. So, jetzt müssen wir noch die 8 Möglichkeiten aufschreiben. Also ich muss sie mir jetzt nochmal aufschreiben. Wo die erste Zahl die 0 ist. Das heißt, ich schreibe jetzt 8 Nullen untereinander. 8. Und hier schreibe ich 4 mal die 1 und 4 mal die 0 hin. Und hier schreibe ich 2 mal 1, 2 mal 0, 2 mal 1, 2 mal 0. Und hinten schreibe ich immer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Das heißt, der erste Schalter, da ganz hinten, den wir als 1 getan haben, den muss ich jetzt ausdrehen. Und alle anderen Kombinationen, die jetzt passieren, passieren mit der Vorsorge, dass hier 0 ist. So, da haben wir jetzt 0. Und hier haben wir auch eine 0. Dann lassen wir mal die beiden 0. Ich muss jetzt mal von ganz hinten immer gucken. Also wir haben jetzt 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 ist es nicht, aber das war zu erwarten. Jetzt machen wir aus 0, 0, 0, 0 mal eine 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, genau. Die ist es auch nicht. Dann machen wir mal eine 0, 0, 1, 1 draus. Irgendeine dieser Kombinationen wird es jetzt auch bald sein. Jetzt haben wir eine 0011. Hören wir auch nichts. Fehlt nur noch die 0010. Also hier vorne wieder hin. Und wieder zudrehen. Lerva macht das klasse, ne? Besser als was ihr mit Indie-Fallen rumspielt. So, wir haben jetzt eine 0010. Eine 0010 ist es auch nicht. Das heißt, wir können schon mal sagen, dass der zweite Schalter hier. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es eine Kombination sein muss, wo der zweite Schalter hier eine 1 ist. Also dieser hier muss auf jeden Fall an sein. So. Jetzt gucken wir mal nach, welche Kombination wir davon gerade getroffen haben. Wir haben eine 0, 1, 1, 0. Dann mache ich den jetzt hier nochmal an. Dann haben wir eine 0, 1, eine 0, 1, 1, 1. Die 0111 ist es nicht. Das heißt, wir haben nur noch zwei Möglichkeiten. Es kann entweder 0100 oder 0101 sein. Das heißt, im Klartext habe ich gerade herausgefunden, dass egal wie ich das mache, dieser Schalter hier eine 0 sein muss. Weil ich jetzt nur noch für diesen Schalter hier eine 0 über habe oder für dieses Rad hier.
Also drehe ich das wieder zu, ne, Laura? Drehen wir es mal zu? Aha, ich habe gerade ein Geräusch gehört. Es hat Düdü gemacht, dieses Pfeifen. Und wir stellen fest, die Kombination ist 0, 1, 0, 1. Das heißt, die Kombination 0, 1, 0, 0 wäre auch falsch gewesen. Das heißt, von den 16 Kombinationen, die wir gerade alle durchprobiert haben, ist die Kombination 0, 1, 0, 1 die richtige gewesen. Klasse. Okay, wir gehen jetzt mal wieder hoch. Und gucken mal, was es sich ausgelöst hat. Ah, man merkt, nachdem ich eine Kopfschmerztablette genommen habe, geht das alles besser. Also ich fühle es auf jeden Fall so. So, ah, die Tür hier ist aufgegangen. Ein Schalter. Na super. Okay. Die Maschinen sind angegangen. Okay. Hat das irgendeine Auswirkung? Vielleicht ist dadurch jetzt der Strom an und dadurch... Achso, das ist wieder das Radio. Das ist wieder das verdammte Radio. Ich habe schon wieder das verdammte Radio gehört. Das geht gar nicht. Also, wenn da ein Strom jetzt an ist. Mal so. Als Vermutung. Dann wird jetzt wahrscheinlich auch die Hunde frei sein, die ich aufgemacht habe. Mist. Dann werden wahrscheinlich jetzt auch die ganzen Knöpfe... Ich wusste doch, dass die Hunde frei sind. Dann werden jetzt die ganzen Knöpfe funktionieren. Das heißt... Ja. Yep. Das heißt, die Knöpfe funktionieren ab jetzt. Juhu, die Knöpfe funktionieren ab jetzt. Gut, das war dann das Rätsels Lösung. Dann sollten wir das jetzt auch schaffen, ne? Ja, war. Ich traue dem Weg nicht. Wusste ich doch, dass ich den Weg nicht trauen kann. Und da ist er. Der Hühnerschrecker-Schlüssel. Und welcher ist es? Entweder der zur Hütte ganz vorne oder... Ich habe keine Ahnung. Aber einer wird sein. Es ist der Torschlüssel. Ja, ich habe den Torschlüssel gefunden. Welches Tor? Ich hoffe, das... Oh, musst du mich erschrecken, du Arsch! Du Wichser, du Arsch! Ich werde immer unanständiger in meinem Spiel, ich weiß. Jetzt spaller schon mit beiden rauf. Oh, das ist doch mal wieder typisch. Okay, aber jetzt, dadurch, dass die Türen ganz alle auf sind, können wir jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, können wir noch irgendwas abklappern? Habe ich noch irgendwelche Türen, die wichtig waren, die ich aufgemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Also das war, glaube ich, die wichtigste Tür hier und sonst hätte ich, glaube ich, da hinten noch eine. Ich weiß es nicht. Ich gehe da mal hin. Flup, flup, flup. Flup. Das letzte Mal bin ich von der Seite ausgekommen. Das verwirrt mich alles so. Warte mal. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Was geht's da lang? Hier geht's hier hin? Nee. Hier ist auch falsch. Ich glaube, wir können das als abgehakt sehen. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel und ich bin eigentlich dafür, diesen Schlüssel jetzt langsam mal loszuwerden. Weil das natürlich der sinnvollste, die sinnvollste Geschichte hier sein wird. Und dazu muss ich jetzt herausfinden, in welche Richtung ich überhaupt laufen muss, mal wieder. Ich verwirre mich hier doch gerne selber. Hier lang? Ja, hier lang. Gut. Ja, ich habe einen Torschlüssel. Vielleicht geht damit die Tür davon auf. Dann würde ich, glaube ich, fertig sein. Oder so groß gesagt fertig sein. Oder die Tür ganz, ganz vorne geht auf. Torschlüssel. Ich habe keine Ahnung. Ab, aber zurück. Irgendwie müssen wir es ja herausfinden.
So. Ganz vorsichtig, wir wollen ja nicht ins eiskalte Bibberwasser fallen. Ich mag das Bibberwasser hier nicht. Obwohl das ja eigentlich schön animiert aussieht, so für Tomb Raider 3 Verhältnisse. Ui, da habe ich ja noch ganz gut die Kurve gekriegt. So, ist es der Schlüssel? Für hier? Oder muss ich mit dem Boot zurückfahren? Es ist der Schlüssel. Gut, wir kommen weiter. Okay, speichern und betrachten wir beim Speichern mal unseren Fortschritt. Wir haben es geschafft, die Tür aufzumachen. Also, da ist unser Boot. Ja, du sollst ins Boot einsteigen. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier total falsch zu sein, aber egal. Ja, super. Ach, da geht's weiter. Ich dachte schon. Okay. Da liegt was. Da liegt Munition, Lava. Jetzt. Super. Klasse. Fantastisch. Es kann doch nicht angehen, dass du das so. Los. Ach komm, jetzt stell dich nicht an. Jetzt nimmst du die Munition da auf und Ende im Gelände. Oh, da rutscht sie wieder runter, ab ins Boot. So, aber das Boot ist Gott sei Dank wendiger als manche andere Gefährten, die ich schon zu Gesicht bekommen habe. Okay. Ja, genau. Okay, ich darf nicht rückwärts. Wie kompliziert ist das denn? Ja. Wo bin ich? Ein Wachmann. Ein anderer Wachmann. Zwei Wachmänner. Oh, Menno. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, wie viele Minipacks ich hier voll verschossen habe bis jetzt? Nicht auf mich zielen. Genau, bleib mal schön weit weg von mir und fall um, bevor du auf mich schießt. Gut. Tatsächlich einmal auf mich geschossen. Was ist das hier für ein Loch? Und wo geht es da hinten hin? Und ich weiß gar nicht, soll ich da runter oder soll ich hier hoch oder soll ich, brauche ich da überhaupt noch einen Schlüssel? Und ich gehe das mal runter. Schadet nie. Hallo, du Wachmann, du Hütte, du Wachhütte. Hast du noch irgendwas? Ein Eingang. Hast du einen Eingang, Hütte? Ich glaube schon. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern, an den ich dank der Artefakte, an denen sie so hängen, gelangen werde.
Aber Sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution. Einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden. Egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab's zu viele... Leckere Suppe. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber Sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir Ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nichts sagen. Oh, wie schön die Suppe im Teller bleibt. Wir haben eine Stunde in diesem Level Was? Ich habe 1000 Munition gebraucht und 6,5 Medipacks. Ja, das war das Level. Und das nächste ist auch da. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Zeit finde, es anzuspielen. Bis gleich.